Herzlich willkommen bei Airsoft to go. Ich bin der Immo und heute werden wir euch mal eine DMR präsentieren. wir haben hier nämlich einmal die G&G Mod 25 E2 in der SAEG-Variante. Das heißt, ja, also erstmal müssen wir eigentlich auch mal generell über das Thema DMR sprechen. Das ist nämlich im Airsoft echt ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, ich lese jeden Tag in unterschiedlichsten Foren, ich hätte gerne eine DMR und dann wird eine schöne M4 präsentiert, schön und gut, aber eine M4 ist leider kein DMR, sondern eine SPR. Eigentlich. Wenn, also überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Ne? Also generell schon mal ein schönes Streitthema. Es gibt aber, warum wir jetzt überhaupt über eine DMR sprechen, es gibt auf einigen Spielfeldern in Deutschland die sogenannte DMR-Regel. Das heißt, ihr müsst eine gewisse Mindestlänge haben, das Zielfernrohr muss eine gewisse Mindestzoomstärke haben und dann dürft ihr mit einer SAEG mehr Joule haben wie mit einem sogenannten Sturmgewehr. So, jetzt haben wir hier allerdings mal im realen Vorbild eine richtige DMR stehen. Das bedeutet eine Designated Marksman Rifle. Das heißt, das ist ein Gewehr, was die Distanz ja, zwischen einem Sturmgewehr und einem Scharfschützengewehr abdeckt. Und da bewegen sich dann diese DMR-Varianten. Das heißt, größtenteils 7,62 mm. Wir sind natürlich hier mal wieder bei 6 mm. Natürlich. Das ist natürlich hier alles auch nur Fake. Das heißt, wir haben hier jetzt mal so ein schickes Magazin für die SR25 reingepackt, wo diese Fake-Bullets drin sind. Natürlich Geschmackssache. Ich bin bei dem Modell auf jeden Fall eher bei der Stahlblech-Variante. Finde ich schöner. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Man kann natürlich dann dementsprechend unterschiedliche Magazine auswählen. So, wir haben hier, oder warum das Modell? Wir sind der Meinung, das ist eine wirklich, wirklich tolle Basis für ein DMR. Und zwar, wir haben hier die typische G&G-Verarbeitung, also extern natürlich auch wieder sehr hochwertig bei dem Modell. Wir haben Original-Markings, wem es wichtig ist. Wir haben das neue M-Lock-System natürlich dran. Wir haben direkt Sling-Aufnahmen, wie ihr seht, an der Waffe schon vorgebaut. Das Einzige, was bei der Waffe nicht mitgeliefert wird, ist dieses Kunststoffmagazin. Da ist ein Stahlblechmagazin, ein Midcap dabei. Wir haben den Griff natürlich nicht dabei. Und wir haben das Zielfernrohr mit der Aufnahme nicht dabei. Wir haben euch das Modell mal quasi so hingestellt. Der Sling ist natürlich auch nicht mit dabei, wie es sein könnte. Und ja, wir gehen mal kurz auf die Internals ein. Und zwar haben wir hier eine Waffe direkt natürlich mal wieder mit ETU, Electronic Trigger Unit. Hinzu kommt, wir haben ja eine Bolt-Stop-Funktion. Das heißt, wenn das Magazin leer ist, hört die Waffe auf zu schießen. Ist ein ganz tolles Feature. Finde ich eigentlich, sollte serienmäßig mittlerweile bei fast jeder Waffe der Fall sein. Weil man merkt dann einfach, okay, die Waffe ist leer, ich muss nachladen, neues Magazin rein und man kann wieder schießen. Ganz tolle Sache auf jeden Fall. Wir haben die neue V2 Rotary Hop-Up Unit drin. Wir haben einen schönen, langen, gut gefertigten Messinglauf, wie man bei G&G mittlerweile gewohnt ist, die Qualität. Natürlich kann man da, wenn man möchte, nachrüsten. Macaron-Gummi rein, MR-Gummi rein vom Maple Leaf mit Omega-Tensioner. Passt bei der Hop-Up Unit 1A rein, gar kein Thema. Ansonsten hat die Waffe selbst ein indirektes Federschnellwechselsystem. Das heißt, ihr müsst leider die Gearbox rausnehmen, aber könnt dann trotzdem hinten über den kugelgelagerten Springguide direkt die Feder tauschen. Und ansonsten an der Waffe selbst muss gar nicht großartig was gemacht werden, weil die out of the box super performt. Wir haben sie für euch auch gekront mit 0,20ern und 0,33er Kugeln. Also von der Leistung her, für jedes Feld, was maximal 1,5 Joule hat, mit minimaler Toleranz 1A zu spielen. Wer möchte, kann das Modell natürlich dann auch von den Joule-Werten ein bisschen aufpeppen, damit man halt diesen ja, kleinen Joule-Vorteil hat. Aber Joule ist ja nicht gleich Reichweite. Das heißt, ihr könnt das Modell out of the box auch so ganz toll spielen, performt 1A. Also man kann es als normales Sturmgewehr spielen. Auf genau, natürlich. Ja. Ja. Auch ohne DMR-Regel, die ja auch auf jedem Spielfeld, wenn überhaupt vorhanden, immer unterschiedlich sind. Genau, es gibt Felder, die haben überhaupt gar keine und es gibt halt Felder, die möchten bestimmte Spezifikationen an der Waffe sehen und dann dürft ihr dann halt mit der Waffe 2 Joule spielen.
Und ja, natürlich ändert sich dann aber auch leider die Mindestabstandsreichweite. Das heißt, ihr müsst weiter weg vom Gegner sein. Also ihr habt eigentlich sogar einen Nachteil, wenn es auf etwas nähere Distanz geht, wenn ihr eine DMR spielt, weil ihr müsst größeren Sicherheitsabstand einhalten und die Waffe mit über 0,30ern mit 1,5 Joule performt auch genauso gut, als wenn sie 1,8 Joule hätte. Also da braucht man sich eigentlich gar nicht groß mit befassen. Aber wer möchte, kann die Joule-Werte erhöhen. Ja, die Gearbox ist auf jeden Fall eine der aktuell besten Gearboxen auf dem Markt. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, ja, die ist nochmal zusätzlich verstärkt. Das Federschnellwechselsystem in der Gearbox ist natürlich auch sehr gut ausgedacht. Ansonsten mit dieser Bolt-Stop-Funktion dank der ETU wirklich gut umgesetzt, das Ganze. Beidseitig bedienbar, Feuerwahlhebel ist beidseitig. Wir haben den MagCatch beidseitig auf beiden Seiten. Wir haben den Verschlussfang auf beiden Seiten. Also eine tolle Allround-Waffe, was das angeht. Kimmelkorn sind natürlich auch hochwertig verarbeitet, aber man sollte schon irgendwie eine schöne Optik draufsetzen, wenn man auf größere Distanzen sich bewegt. So, wir gehen mal ein bisschen auf die Waffe allgemein nochmal ein. Ich nehme sie auch mal hoch. So, ihr seht jetzt zum Beispiel schon wieder, für mich ist es mal wieder die falsche Seite. Und zwar werde ich mal eben sehr einfach, angenehm, auch einer der vielen Vorteile, da muss man dann nicht auch nochmal unnötig Geld investieren, in Slingaufnahmen. Nämlich, oder in mehrere Slings, genau. Ich werde nämlich einfach mal eben schnell die Seite wechseln. Und zack, ist perfekt für mich. Jetzt sieht man die Waffe gar nicht mehr, ne? Kann das sein? So. Ja, der Griff ist natürlich jetzt sehr nah am Magazinschacht selber dran. Ich bin natürlich auch nicht der Größte. Muss man natürlich dann auch selber wissen, wo man greift. Und für mich habe ich jetzt einfach mal gesagt, das ist die vernünftige Länge oder Entfernung. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht der Größte. Deswegen wäre das jetzt eigentlich so meine perfekte Einstellung, sage ich mal. Wir haben jetzt hier natürlich ein recht kleines Shortdot drauf. Das heißt, es könnte jetzt etwas unterdimensioniert sein, aber das ist auch Geschmackssache. Das ist ein 1- bis 4-fach Zoom. Für mich ist es vollkommen ausreichend, was das auch angeht, weil natürlich hier keine Sniper ist, sondern wirklich noch eine Waffe, die nicht ganz die Reichweite von einer Airsoft-Sniper, einer guten Airsoft-Sniper erreicht. Das heißt, 1 bis 4-fach Zoom oder 1,5 bis 4-fach Zoom wäre hier eigentlich auch recht passend, würde ich sagen. Ja. Und natürlich, was ich eben schon gesagt habe, die Möglichkeit, beidseitig zu bedienen. Das ist natürlich auch schon sehr toll. Ihr seht schon, es gibt gar kein FA. Die Waffe selbst wird besonders in Deutschland sowieso natürlich nur auf Semi gespielt, ganz klar. Ich würde die Waffe auch niemals, oder so eine große Waffe würde ich auch niemals auf Vollautomatik spielen wollen. Das ist noch sexier, dass sie so stehen kann. Ich finde es geil. Ja, steht nicht nur die Waffe. Ja, für wen ist die Waffe interessant? Ich bin der Meinung, die Waffe ist generell interessant auch für Sturmgewehrspieler, weil, wie gesagt, im Airsoft macht es halt nicht den mega großen Unterschied. Also generell für Leute, für die vielleicht ein Sturmgewehr zu klein, zu langweilig geworden ist, gerne mal ein größeres Kaliber, was natürlich hier bei Airsoft wieder mal nicht der Fall ist. Und für alle, die so, den Snipern vielleicht zu ruhig ist, würde ich mal behaupten. Ja? Also wer meint, er möchte dann doch gerne mal ein bisschen aktiv weiter vorne mitmischen, hat aber auch Lust, vielleicht nur den ein oder anderen Schuss auf dem Spielfeld abzugeben, ist natürlich so eine DMR wieder mal interessant. Und es ist einfach ein ziemlich guter Lückenfüller für Sturmgewehr und Sniper. Also alles, was dazwischen liegt, da kann man sich natürlich mit einer DMR ziemlich gut austoben. Ich finde, es ist auch immer auf dem Spielfeld was schön, keine 5-5-6er zu sehen, sage ich mal. Ne? Also nur M4, gut, fast immer nur M4. Hier haben wir einfach dann eine Nummer größer und das ist halt etwas seltener vertreten und ich finde es auch sehr interessant, wenn es mal nicht der typische Einheitsbrei ist. Also es ist halt für Leute interessant, die im Prinzip auch ein langes M4 spielen würden
Ja, das lange M4-Derivate gibt es ja sehr viele, die aber dann interessiert sind, das vielleicht mit einem Sniper-Scope zu spielen. Ja, genau. Die einfach so gerne das Feeling haben, in der zweiten Reihe zu stehen, von da aus zu schießen. Ja. Da wird man ja dann auf dem Spielfeld doch immer recht schnell ausgelacht, wenn ich da mit einer MK18 ankomme, mit Laufverlängerung und Schalldämpfer dran. Und damit man die 85 cm überschreitet. Genau, und einem 3-9-fach-Scope drauf. Ja, ja, genau. Hauptsache ich darf 1,7 Joule spielen. Im 16-Schaft noch dran oder ja, so. Ja. Klar, Zweibein. Genau, das ja, ist optisch halt so ein bisschen cringe. Mhm. Klar, es gibt MK12, glaube ich, ne, dieses FPR aus. Genau. Lone Survivor zum Lone Beispiel, Survivor, genau, der Klassiker. Immer noch kein DMR. Ja, genau, aber wenn man so diese Richtung erreichen möchte, wenn genau, man den Look erreichen möchte und man möchte dann halt auch wirklich, um auf seinem Spielfeld ohne Diskussion DMR spielen zu können, das große Kaliber haben, ist das eine tolle Alternative. Gerade preis-leistungsmäßig würde ich sagen, gibt es kaum in dem Bereich, was da. Mit den Extras besonders halt. Ne? Eigentlich. Mit der Verarbeitung. Ist es preisleistungsmäßig nicht zu schlagen. Nee. Also, es gibt es natürlich, die Waffe gibt es ja auch noch als M4-Derivat. Mhm. Ja. Also, da hat man natürlich die Auswahl, aber generell. Mit denselben Features, aber genau, halt, nicht mal wieder als M4. Genau, aber ja, das ist ja preislich kaum zu schlagen. Die Gearbox ist dermaßen gut, die Verarbeitung ist super, also da wackelt auch nichts dran. Ne? Man hat halt noch das originale KAC-Riss. Genau, also da ist auf jeden Fall eine Menge an Detailverliebtheit sehr modernen Look drin, einfach, genau. Ne? Ja, ja. Und man kann natürlich noch modden, wenn man möchte. Ja, nur extern lohnt sich das nicht. Das braucht die Waffe gar nicht. Ne? Und intern auch nicht wirklich nötig, aber wer möchte, kann sich ja natürlich noch ein bisschen aufdrucken. Ist natürlich komplett Marui-kompatibel, was das angeht. Ja, vielleicht für Green Hector noch teilweise interessant. Durch ja, die, klar. Durch die Original-Markings natürlich. Ja. Ist natürlich dann wieder was moderner, wie man von den meisten DMRs kennt, ne? Genau. Durch das M-Lock-System. Aber ja gut, man kann sich natürlich, wenn man möchte, auch noch eine andere Rail dran bauen. Aber das ist ja gewichtssparend und die Waffe ist natürlich auch nicht unbedingt leicht, ne? Was das angeht. Ja, gewichtsmäßig sind wir wahrscheinlich so bei 4 Kilo. Circa, ja, würde ich jetzt auch schätzen. Steht natürlich mal wieder in der Anleitung drin. Das Gewicht ist ja immer Nebensache für uns. Ja, ja. Aber sie ist halt sehr gut ausbalanciert, ne? Hat das Gewicht nicht vorne. Mittig in der Waffe. Mhm. Fasst sich schon sehr gut an, spielt sich, denke ich mal, sehr G&G-typisch halt. Ne? Und dann noch halt mit den neuen Features. Da kann man ja echt nicht machen. Schön. Ja, wenn du DMR-Spieler bist und besonders auch mit dem Modell schon Erfahrung hast, wäre natürlich toll, wenn du mal deine Erfahrung teilst und das gerne in die Kommentare schreibst oder dich generell mal bei uns meldest, weil wir natürlich auch immer sehr daran interessiert sind, was die Leute selber über die Modelle denken und sagen möchten. Ja, ansonsten, ja, wir sind natürlich auch sehr interessiert, was die Leute allgemein zu dem Thema DMR sagen. Wir kennen das ja schon aus diversen Foren. Und ja, wenn ihr natürlich mehr dazu wissen wollt, meldet euch bei uns. Und auch wenn ihr Interesse habt an bestimmten anderen Vorstellungen oder Reviews zu bestimmten Waffen, dann auch mal wieder kommentieren oder uns anschreiben, damit wir da mal ja, ein bisschen was vorbereiten können und euch dann zeigen können. Ansonsten, wie immer, gerne unseren Kanal abonnieren und auch gerne, wie immer, die Glocke drücken. Dann seid ihr nämlich immer up to date und wisst Bescheid, wenn wir wieder mal was von uns hochladen. Dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Bleib stehen. Ach so. 3. Ja. 2. 1. Die Nachrichten. Ich wollte es unbedingt sagen. Wir haben bei den ersten Nachrichten. Ja.